etwas näher an. Wir sind überrascht, dass so unserem Festprogramm, das ja von Matthias Grundmann und Rolf Kamphaus angekündigt wird, dass alle Vereine solche Beiträge zu Gehör bringen. Und wir hoffen, es ist ja überall voll, dass wir uns so hinstellen, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ein Scherz.
Thank you.
So, das war was. Ein herzliches Dankeschön an den Koch und ihrer Gruppe. Die Frauengruppe ist Sportverein und ihre Leitung von Anni Gabriel und wir werden uns mal einen Tanz vorführen. Bitte schön. Wir haben jetzt die Rübezahl-Dinger drauf, ist das richtig? Also irgendwie ist die Technik doch nicht gegeben. Wir haben ja in unserem Heft zum Dorffest einen Lösungsspruch gehabt. Und wer von euch weiß, wie dieser Lösungsspruch richtig lauten muss? Wer von den Kindern weiß das? Angestrengte Köpfe, viele überlegen. Du weißt es, dann komm mal her. Du weißt es doch nicht. Ja, komm mal her. Einfach in Hagen bleibt keiner alleine, dafür sorgen die Vereine. Es war nämlich gar nicht so leicht aus den verschiedenen Möglichkeiten, die es lauter. Gut, es war gar nicht so leicht aus den verschiedenen Möglichkeiten, den richtigen rauszufinden. Zettel rausziehen. Aber nicht gucken, welcher Name draufsteht vorher. So, wir haben den Gewinner des dritten Preises. In Hagen bleibt keiner alleine, dafür sorgen die Vereine. Richtig, und zwar ist es eine Frau.
Sie wohnt in Hagen. Und zwar in der Wellenheide. Und der Nachname beginnt mit M. Angelika Möller. Ja, wo ist sie denn? So, herzlichen Glückwunsch. Und der dritte Preis ist ein Gutschein für ein Essen zu zweit im Dorfburg bei Elli. Herzlichen Glückwunsch. So, wer von euch Kindern möchte jetzt nochmal was ziehen? Wir verlosen nämlich noch zwei Trostpreise. Jetzt nehmen wir mal welche von da hinten, ihr beiden, ja? Du und du. Jeder darf von euch einen Trostpreis ziehen. So, die glücklichen Gewinner der Trostpreise sind einmal... Ja, wieder aus Hagen. Alle beide aus der Sprickernheide. Und zwar einmal Jennifer Tannhäuser. Gustav Nese. Sie können gleich hier vorne bleiben, denn wir hören jetzt noch einmal den Männergesangverein und zwar diesmal mit einigen Seemannsliedern. Ohne geht's niemand. Zu Seemannsliedern gehört auch noch. Wenn wir alle ein bisschen leiser werden, dann kann der MGV anfangen mit seinen Seemannsliedern. Dankeschön. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, da kann man unsere Leute an der Reling, kann man sehen, Hollai, Hollau, Hollai, Hollai, Hollau. In der rechten einen Whisky, in der linken einen Tön, und wir singen dann den ganzen Herzen mit unserem Kapitän. Holla hi, holla ho, holla hi, holla hi, holla ho. Holla hi, holla ho, holla hi, holla hi, holla ho. In der einen Hand die Kappe, in der anderen Hand den Pfiff, und dann so die große Schnauze, fertig ist der Maschinist. Holla hi, holla ho, holla hi, holla hi, holla ho. Holla hi, holla ho, holla hi, holla hi, holla ho. Muss mit Kapitän in die Ferne, die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, wär mir gerne in die Heimat zum Mutter nach Haus. Fährst du heim, Kapitän, wär mir gerne in die Heimat zum Mutter nach Haus. Oh, oh, oh. Thank you.
Schöner, voller Präsentkorb von Bertrams. Ne, das ist einzeln. Das ist gut. So, vielen Dank. Wie heißt du denn? Mirja. Mirja, vielen Dank. In Hagen bleibt keiner alleine. Dafür sorgen die Vereine, richtig. Und wieder aus Hagen. Aber diesmal aus dem Schlohbruchweg. So. Wie viele Leute bekommen jetzt Herzklopfen? Einer nur? Schlohbruchweg, es ist wieder eine Frau. Und zwar eine schöne Frau, nämlich Frau Hannelore Schöning. Eine Männergruppe, die sich in ganz besonderer Weise sportlich betätigt. Eine Männergymnastikgruppe, die bei allen ihren Auftritten
den Erfolg und den Applaus auf ihrer Seite hat. Ich sehe sie aber noch gar nicht. Wo? Da hinten stehen sie, auf der anderen Seite. Gut, da kommt. Dauert noch was? Ja, dann machen wir einen kleinen Augenblick Pause zwischendrin und der Platzmeier spielt. Thank you.
Damen und Herren, war das was? Und da kommen wir sehen eine. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank für die schönen Lieder. Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich bin ich ganz froh, dass das Fest noch nicht ganz vorbei ist. Und da die Männer sich ihres Erfolges sehr sicher sind, haben wir jetzt mal so ein kleines bisschen Konkurrenz. Also es ist jetzt ein junger Mann, der hier zu uns kommt und der macht uns mal was ganz anderes vor. Holger, ich darf dich doch mal bitten. Ich hab schon...
Vielleicht nehmen wir den Akrobaten, der eben ganz toll. Oder da winkt so ein kleines Kind so lieb. Möchtest du ziehen, Pascal? Pascal, möchtest du den Hauptgewinner ziehen? Es ist jemand aus Hagen. Und zwar, ich würde sagen, aus der, ja, mit so. Die Blumen sind für ihre Frau, denn die hat sie sicherlich am meisten vermisst in der Zeit. Und ein Kasten Berlin für eine stille Stunde zu zweit. Vorletzten Punkt unseres heutigen Tages habe ich noch anzukündigen. Eine ganz normale Übungsstunde der Aerobic. Yeah.
Was wir